Kondome verhindern Schwangerschaften und sexuell übertragbare Erkrankungen. Das lernen wir zumindest schon in der Schule im Sexualkundeunterricht. Doch je nach Situation und Vorliebe ist es ein Schutz mit Lücken, der nicht immer vollständig ausreicht. Impfungen, Medikamente und Tests liefern eine sinnvolle Ergänzung als Schutz vor sexuell übertragbaren Erkrankungen. Und auch beim Thema Verhütung gibt es inzwischen viele Alternativen. Wir machen heute den Praxischeck im wahrsten Sinne des Wortes mit Gynäkologe und tauchen tiefer in das Thema ein. Ja, herzlich willkommen, Merci. Schön, dass du da bist. Erzähl uns doch mal ein bisschen was über dich. Wer bist du und was machst du? Ja, danke, dass ich da sein darf. Ich bin Merci. Ich bin Arzt, Journalist und Content Creator. Und neben meiner Krankenhaustätigkeit versuche ich zumindest auf den Social Media Kanälen über mehr Aufklärung zu sorgen zu den Themen Sex, Verhütung und reproduktive Selbstbestimmung. Und das Ganze soll alle betreffen und allen zugänglich sein. Sehr cool. Merci, einmal im Jahr gibt es eine Umfrage von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die fragt immer das Verhütungsverhalten der Deutschen ab. Und jetzt würde mich interessieren, was glaubst du denn, was ist denn aktuell auf Platz 1 der beliebten Verhütungsmittel in Deutschland? Da hast du mich erwischt mit einer Frage, die ich tatsächlich auch nachgeschaut hatte, weil ich weiß, dass zum ersten Mal seit 2007 das Kondom die Pille vom Thron gestürzt hat sozusagen. Und das kann ich auch bestätigen, sowohl von den Social-Media-Kommentaren als auch in der Praxis, sage ich jetzt mal, weil einfach super viele Menschen versuchen, eine Alternative zu finden zu Hormonen und zu anderen bekannten Verhütungsmitteln, sage ich jetzt mal. Und da ist das Kondom, würde ich auch sagen, eine super, super Methode, weil es nicht nur zur Verhütung dient, sondern auch sexuell übertragbare Erkrankungen zumindest minimieren kann in der Übertragbarkeit. Mhm. Du hast ganz recht, also hast es schon gesagt, das Kondom hat die Pille auf Platz 1 der beliebten Verhütungsmittel inzwischen abgelöst. 53% aller Deutschen berichten in der Umfrage, inzwischen das Kondom zu benutzen. Nur noch 38% verwenden die Pille. Was glaubst du, Merci, was hat diesen Wechsel ausgelöst? Warum ist die Pille auf einmal anscheinend viel unbeliebter? Ich glaube, so einen Grund hat das nicht. Es gibt verschiedene Gründe, warum sich Menschen gegen eine hormonelle Verhütung entscheiden. Ich glaube, viel hat damit zu tun, dass die Aufklärungsarbeit und Informationslücken nicht adäquat geschlossen werden können. Aber auch damit, dass einfach Menschen das nicht gut vertragen. Es gibt viele Nebenwirkungen und der Hauptvorteil von Kondomen ist ja, systemische Nebenwirkungen gibt es quasi nicht. Und da, glaube ich, haben ganz, ganz viele Menschen realisiert, dass es eine super, super Verhütungsmethode ist. Und jetzt kann ich auch so ein bisschen aus meiner eigenen Erfahrung berichten oder in meinem eigenen Freundeskreis ist es so, dass es immer mehr Frauen gibt, die sagen, ich möchte bewusst auch auf die Pille verzichten, weil ich befürchte Nebenwirkungen auf meinen Körper und auch auf meine Psyche. Was sagst du denn zu den Menschen, Merci, wenn die zu dir kommen und sagen, ich habe Angst, die Pille zu nehmen? Ist diese Angst berechtigt? Zunächst einmal ist jede Angst berechtigt und jede Angst muss man ernst nehmen und vor allem in diesem Kontext macht es auf jeden Fall Sinn, selber sich zu hinterfragen, möchte ich die Risiken durch eine hormonelle Verhütung überhaupt eingehen? Und da ist es wichtig, dass man eine offene Kommunikation hat und auf Augenhöhe mit den behandelnden ÄrztInnen auch sprechen kann und die Sorgen auch ansprechen kann. Da muss man sagen, wenn Risikokonstellationen in Richtung Psyche, in Richtung Thromboserisiko herrschen, muss man ein besonderes Augenmerk einfach auf hormonelle Verhütung auch werfen. Und aus deinem Praxisalltag, du bist ja jetzt auch Arzt in der Gynäkologie, was ist denn das Verhütungsmittel, das am meisten nachgefragt wird bei dir? Aktuell ist es tatsächlich das Kondom und ich finde es super, dass vor allem jüngere Menschen sehr, sehr informiert zu uns kommen und sagen, ich habe mich informiert, ich weiß die Vor- und Nachteile, können wir das nochmal ärztlich abklären? Und genau das würde ich auch allen empfehlen, egal welches Alter. Da gibt es auch keinen Scham und da gibt es auch kein, ich sollte es eigentlich wissen, sondern Fragen ist erlaubt. Wir sollten alle fragen und vor allem macht es Sinn, sich nochmal ärztlich abzusichern. Ja, Merci, Verhütung ist ja auch gar nicht so günstig und da muss man immer schauen, wie man das auch bezahlt. Gesetzliche Krankenkassen, beispielsweise auch die SBK, die übernehmen Verhütungsmittel bis zu dem 22. Lebensjahr. Wie ist es denn aus deiner Erfahrung, Merci, in welchem Alter spielt denn Verhütung eigentlich eine Rolle? Ich finde, Verhütung spielt eine Rolle oder sollte zumindest eine Rolle spielen, ab dem Moment, wo man sich bewusst entscheidet, die Sexualität auch zu erkunden und in Richtung Geschlechtsverkehr oder auch nicht
sich zu entscheiden. Es macht auf jeden Fall Sinn, dass diese Angebote so früh wie möglich in Anspruch genommen werden. Und ich finde es auch super, dass das so weit wie möglich auch für Menschen, die finanziell nicht die Mittel haben, auch übernommen werden kann. Jetzt hast du auch viel Erfahrung im Bereich Social Media. Merkst du da einen Unterschied zwischen den Menschen, die auf Social Media Fragen an dich stellen oder Menschen, die zu dir ins Krankenhaus kommen, in die Gynäkologie? Interessieren die sich für andere Themen bezüglich der Verhütung? Mhm. Auf jeden Fall, weil der Kontext Social Media ist meistens einer, der geprägt ist von sehr vielen Mythen und sehr vielen Hörensagen. Und da ist meine Aufgabe und viel oder die Aufgabe auch von vielen Menschen, die Aufklärungsarbeit im Internet leisten, dass wir diesen Mythen entgegenkommen können. Im Gegensatz dazu, im Praxisalltag ist es so, dass Menschen meistens mit einer Fragestellung oder einer Problematik kommen, sei es jetzt ein unerfüllter Kinderwunsch oder sei es eine Problematik so wie PMS, Endometriose, die auch in Sachen Verhütung und Kinderwunsch sehr, sehr viel mit reinspielen können. Was ist denn so ein klassischer Mythos, über den du in den sozialen Medien aufklärst, wo du sagst, das ist eigentlich was, was die meisten Menschen falsch verstehen oder was man bislang eigentlich noch nicht so ganz wusste? Das ist eine gute Frage. Ich finde, mittlerweile haben sehr viele Menschen verstanden, wie sicher welches Verhütungsmittel für was auch ist. Und ich glaube, die meisten wissen auch, dass mit einer hormonellen Verhütung wie der Pille kann man nicht gegen Geschlechtskrankheiten schützen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man das auch so betont. Aber trotzdem gibt es Menschen, die sagen, okay, die Rausziehmethode oder die natürliche Methode oder verschiedene Sachen, die man im Internet liest mit Säften und Kuren, dass das auch Sachen wären, die eine Wirksamkeit haben. Und da muss man ganz klar und eindeutig sagen, wir haben keine Studien, die das beweisen und wir haben keinen Anhalt darauf, dass das sicher wäre. Ja. Auch gerade, weil wir jetzt beim Thema Sicherheit sind. Mhm. Sicherheit in Bezug auf Verhütungsmittel wird ja häufig mit dem Pearl-Index angegeben. Mhm. Merci, was ist denn der Pearl-Index? Der Pearl-Index ist quasi, das kann man sich so vorstellen wie eine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Dass man sagt, 100 Frauenjahre, heißt, wenn 100 Frauen für ein Jahr lang verhüten würden mit einer bestimmten Verhütungsmethode, wie viele von diesen Frauen würden schwanger werden, trotz dieser Verhütungsmethode? Und das gibt dann den Pearl-Index an. Das heißt also, je niedriger der Pearl-Index, desto sicherer ist die Verhütungsmethode. Genau. Merci, aus deiner Erfahrung, was ist denn jetzt das sicherste Verhütungsmittel in Bezug auf ungewollte Schwangerschaften? Man muss sagen, die hormonellen Verhütungsmethoden sind schon die sichersten. Zum Beispiel eine Hormonspirale, zum Beispiel auch die Pille, sage ich jetzt mal, wobei es ja auch nicht nur die eine Pille gibt. Es kann aber auch wirklich Sinn machen, vor allem in Bezug auf Krankheitssymptome und auch Erkrankungen, dass man eine Kombination wählt. Oder man sagt, ich will nicht nur die Verhütung durch die Hormone, sondern auch einen Schutz vor Geschlechtskrankheiten, dass man dann zum Beispiel Spirale und Kondome nimmt und das Ganze dann maximiert in der Sicherheit. Das heißt, wenn ich mich jetzt nicht nur vor einer ungewollten Schwangerschaft schützen möchte, sondern auch vor der Ansteckung mit einer Geschlechtskrankheit, was würdest du denn da empfehlen als bestes Verhütungsmittel, auch vor Geschlechtskrankheiten? Ohne es natürlich pauschal jetzt allen empfehlen zu wollen, wenn man eine Spirale verträgt und wenn das in den Lifestyle und die gerade herrschende Kinderwunschsituation passt, dann macht es auf jeden Fall Sinn, bei wechselnden GeschlechtspartnerInnen zu sagen, Spirale plus Kondom ist die beste Sicherheit. Und jetzt gibt es ja auch noch Lecktücher. Mhm. Was ist mit denen? Schützen die auch vor sexuell übertragbaren Erkrankungen? Auf jeden Fall. Im Prinzip ist das auch eine Barrieremethode. Heißt, dass man eine physische Barriere schafft zwischen Krankheitserregern und Flüssigkeit, die ausgetauscht wird. Dabei muss man sagen, es sind Kondome deutlich verbreiteter und auch deutlich günstiger in der Anschaffung, muss man sich natürlich überlegen. Muss man sich tatsächlich gut überlegen. Aber Thema sexuell übertragbare Erkrankungen, das ist natürlich ein wichtiges Thema, was wir heute auch besprechen sollten. Ich habe mal gelesen, dass sich 25% der Menschen im Laufe ihres Lebens mit einer Geschlechtskrankheit anstecken. Das ist jetzt relativ viel, also ein Viertel aller Menschen. Ja. Merci, was ist denn die häufigste Geschlechtskrankheit in Deutschland? Und vor allem, wie erkenne ich, ob ich darunter leiden könnte? Soweit ich weiß, sind das die Chlamydien. Mhm. Super, gut, dass ich nicht falsch liege. Und viele Menschen tragen auch Krankheitserreger, sind aber dadurch nicht automatisch auch ÜberträgerInnen und sind damit auch nicht
quasi ein Sicherheitsrisiko für die Menschen, mit denen sie Sex haben. Mhm. Es kann sein, dass Menschen das in sich tragen und überhaupt keine Symptome haben. Mhm. Es kann aber auch sein, dass wenn man es jahrelang verschleppt und das nicht merkt und die Krankheit immer, immer schlimmer wird, dass dadurch deutliche Folgerisiken und auch deutliche Einschränkungen in der Fruchtbarkeit zu sehen sind. Was ist denn das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich mich infiziere mit Chlamydien und es tatsächlich ausbricht, die Erkrankung? Zum einen sind das extreme Schmerzen und Infektionen vor allem in den Genitalorganen und den harnableitenden Organen, aber auch im Bauchraum selber können sehr, sehr starke Verwachsungen stattfinden, die auch im Rahmen von einem Kinderwunsch dann leider zu großen Risiken führen können. Und jetzt ist das ja nicht nur ein Thema für Frauen, sondern häufig auch für Männer. Inwiefern? Das ist nämlich das, wo ganz viele nicht darauf achten, dass die meisten Geschlechtskrankheiten auch den sogenannten Ping-Pong-Effekt haben können. Heißt, nur eine Behandlung einer Chlamydieninfektion zum Beispiel jetzt bei einer betroffenen Frau heißt nicht, dass der Partner nicht auch behandelt und abgeklärt werden sollte, weil sonst überträgt man sich das quasi vice versa. Also wie beim Ping-Pong-Spielen sozusagen, eben. Wie beim Tennisspielen wird der Ball immer wieder hin und her gespielt dann. Genau. Merti, jetzt habe ich auch so einen Mythos nochmal für dich zum vielleicht Aufklären oder vielleicht auch nicht. Aber ich habe gelesen, dass es viele Frauen gibt, die haben Sorge, sich auch mit Chlamydien anzustecken. Nicht nur beim Geschlechtsverkehr, sondern zum Beispiel auf öffentlichen Toiletten oder in Schwimmbädern. Ist das tatsächlich ein Mythos oder kann das wirklich passieren? Das Risiko ist wirklich vernachlässigbar klein. Also da sollte man sich keine Sorgen machen. Sehr gut, da bin ich schon mal ein bisschen beruhigter. Und Merci, weil wir jetzt beim Thema Chlamydien sind, was ist, wenn ich Sorge habe, ich habe mich wirklich angesteckt mit den Chlamydien, was kann ich dann tun? Man sollte sofort ärztliche Hilfe suchen und Tests machen. Das kann sein, dass in der ersten Diagnostik erstmal nichts rauskommt und dann später etwas rauskommt, aber man sollte sich unbedingt darum kümmern. Beste Anlaufstellen sind auch zur Information die Infoseiten von Krankenkassen oder Gesundheitsbehörden. Es gibt auch im Internet ausgeschriebene Orte, wo man das dann teilweise kostenlos in der Testung beanspruchen kann. Ja, in Gesundheitszentren, zum Beispiel, in größeren Städten. Es gibt ja auch regelmäßige Check-ups, das heißt Stichwort Chlamydien-Screening. Mhm. Man kann sich regelmäßig auf Chlamydien auch checken lassen, ob man sich vielleicht infiziert hat. Gesetzliche Krankenkassen, beispielsweise auch die SBK, übernehmen sogar die Kosten bis zum 25. Lebensjahr. Merci, wie läuft so ein Chlamydien-Screening denn ab? Der erste Schritt ist überhaupt, sich zu trauen und sich darum zu kümmern. Und dann muss ich sagen, der nächste Schritt ist ein Gespräch, dass man sagt, so und so läuft mein Sexualleben ab. Wie exponiert ist man überhaupt für diese Erreger? Macht es Sinn, diesen Test zu machen? Macht es keinen Sinn? Und dann ist der letzte Schritt der Test selber. Das sind Abstriche teilweise, die von den harnableitenden Organen genommen werden, aber auch vaginal. Das Ganze ist wirklich problemlos und ist in ein paar Tagen dann ausgewertet. Sehr gut, ja. Und Merti, jetzt gibt es ja auch immer wieder ganz viele neue Verhütungsmethoden, die so in Mode kommen, sage ich mal. Beispiel NFP, natürliche Familienplanung. Für wen ist denn sowas geeignet? Prinzipiell für alle Menschen, die nicht befürchten, sexuell übertragbare Erkrankungen sich durch wechselnde PartnerInnen zu schnappen, sage ich jetzt mal. Mhm. Weil eine sichere Verhütung kann durch NFP funktionieren, aber wie gesagt, ein Schutz gegen Erreger ist nicht möglich dadurch. Wenn man das Ganze akribisch trackt und wenn man Temperatur und Cervixschleim und auch das Gemüt, wenn man das alles gut und selbst informiert und selbstbestimmt niederschreibt, dann kann auch die natürliche hormonfreie Methode kann auch wirklich sehr wirksam sein in der Verhütung. Okay, und Merci, gibt es andere Methoden, die wir jetzt eigentlich noch gar nicht angesprochen haben, die vielleicht viele Leute gar nicht kennen, die aber eigentlich auch ganz gute Verhütungsmethoden sind? Tatsächlich wollte ich auf die NFP-Methode dann nochmal eingehen, aber du hast es jetzt beschrieben. Ich finde vor allem in der ärztlichen Kommunikation zu sagen, diese Alternativen gibt es, das alles, was passt zu Ihnen. Das ist das Wichtigste und das möchte ich eigentlich allen mitgeben, dass man sich gehört und sicher fühlt und auf Augenhöhe ein Gespräch über die individuelle Situation machen kann und nicht denkt, okay, ich habe jetzt irgendwas bekommen, was alle anderen auch bekommen haben.
Okay, vielen Dank, Merti. Das war tatsächlich schon meine letzte Frage. War ein sehr interessantes Gespräch mit dir und ich glaube, das zeigt einfach nochmal, wie unglaublich wichtig das ist, dass wir auch auf unsere sexuelle Gesundheit achten und dass man sich informiert, was ist das richtige Verhütungsmittel für mich, nicht nur als Schutz vor ungeplanten Schwangerschaften, sondern eben auch als Schutz vor sexuell übertragbaren Erkrankungen. Vielen Dank, dass du da warst und dir die Zeit genommen hast, uns das zu erklären. Danke dir. Und wenn ihr noch eine Frage zum Thema Verhütung oder Geschlechtskrankheiten habt, dann einfach raus damit. Wir antworten euch gerne in den Kommentaren.